Genau, und würde jetzt starten, einmal ja ein bisschen was zu erzählen zu Depressionen im Kindes- und Jugendalter. Damit würde ich anfangen. Also Symptome, was sind so Einflussfaktoren auf die Erkrankung? Würde dann auf, ja, darauf eingehen, wie so die Behandlung aktuell aussieht und wie die so abläuft. Und dann eben schließen mit meiner Studie, die ich dann vorstellen würde, also die CBS at Young Age Studie, die zurzeit in der Kinder- und Jugendlichenambulanz in Marburg auch noch läuft. Und da würde ein bisschen erzählen, ja, was da so inhaltlich passiert und was wir da aktuell so machen. Genau, das soweit zu meiner Agenda. Und ich starte immer ganz gerne mit ein paar Zahlen, die zeigen, dass Depressionen nicht nur im Erwachsenenalter ein Thema sind und auch schon bei kleineren und jüngeren Kindern auftreten können, sogar schon im Vorschulalter. Also es gibt mittlerweile auch schon viele Studien, die sich die Erkrankung im Vorschulalter angeschaut haben. Da sehen wir Prävalenzen bis zu 2%. In internationalen Studien im Schulalter steigt es dann deutlich an. Da haben wir Prävalenzen bis zu 5%. Und dann im Jugendalter nähern sich die Zahlen auch an das junge Erwachsenenalter an. Das heißt, wir sehen einfach, dass die Häufigkeit zunimmt und dass wir schon bei Jugendlichen eine Lebenszeitprävalenz, also eine Lebenszeithäufigkeit von 15% haben. Also wirklich auch ein großer Anteil an Betroffenen. Und ich finde, das macht immer noch sehr, sehr schön deutlich, ja, wie sinnvoll es ist, sich mit diesem Thema auch schon bei Jüngeren auseinanderzusetzen und nicht nur bei Erwachsenen. Und ein Faktor, auf den ich in dieser Stelle auch mal sehr gerne hinweise, ist eben die Tatsache, dass ja die Erkrankung sich nicht einfach auflöst, wenn die Jugendlichen dann erwachsen werden oder 18 werden, sondern dass eben diese Depressionen oder diese Schwierigkeiten, die im Kindes- und Jugendalter dann bestehen, meistens schon ins Erwachsenenalter persistieren, es zu sehr, sehr schweren und häufigen, ja, persistierenden Verläufen kommt, die dann nicht unbedingt verschwinden, wenn die Betroffenen unbehandelt erwachsen werden. Von daher noch ein Grund, sich damit auseinanderzusetzen und damit zu beschäftigen. Das als kurze Einführung. Ich würde einmal weitergehen zu Zahlen aus Deutschland. Das ist so eine ja, Studie aus 2017. Die haben sich Versorgungsdaten angeguckt von Kindern und Jugendlichen. Und da kann man, finde ich, sehr, sehr deutlich sehen, dass das, was jetzt in den Prävalenzstudien, die ich gerade vorgestellt habe, eben auch in denen, ja, in der Versorgung bei uns ankommt mittlerweile. Also das sind hier nur die Betroffenen, die auch tatsächlich eine Diagnose bekommen haben. Und da sehen wir zwei interessante Sachen. Zum einen, dass die Häufigkeit bei Mädchen und Jungen ja so bis zum Beginn der Pubertät ungefähr gleich ist. Und dann allerdings die Mädchen deutlich häufiger, jetzt in dieser Studie deutlich häufiger die Diagnose von einer Depression bekommen. Das heißt, deutlich häufiger in die Versorgung kommen. Ich mache diese Unterscheidung immer, weil das einfach ja nicht bedeutet, dass Jungen oder Mädchen unterschiedlich häufig betroffen sein müssen, sondern einfach erstmal nur bedeutet, dass die Mädchen häufiger eine Diagnose erhalten. Genau, aber die Häufigkeit dann schon ja, sich ziemlich genauso darstellt, wie sie es tatsächlich auch in den anderen Studien ist. Von daher, wir sehen die Kinder und Jugendlichen, die betroffen sind, auf jeden Fall. Genau, das ist eine komplizierte Grafik habe ich noch. Das ist die gleiche Studie und was ich da auch immer sehr, sehr mag oder was die sich angeschaut haben, wir konzentrieren uns hier nur, normalerweise sollte da ein Pfeil erscheinen. Wo ist er? Da ist er. Wir konzentrieren uns hier nur auf die blaue Linie und zwar haben sich hat sich die Arbeitsgruppe hier angeschaut, wie sich die Häufigkeit der Diagnosen in Relation zur Zeit verändert. Das bedeutet, die orange Linie, die Sie sehen können, das sind ja neurotische Belastungs- und Somatoformbestörungen, alle F4-Diagnosen. Da zeigt sich keine Veränderung der Häufigkeit über die Zeit, während sich bei den Depressionen, also bei den affektiven Störungen, das ist die blaue Linie, schon eine Veränderung über die Zeit zeigt. Das bedeutet, die Diagnose wird oder wurde seit 2009 häufiger vergeben im Verhältnis zu der Anzahl, wie sie es 2009 war. Das ist, finde ich, immer eine sehr, sehr interessante Sichtweise auf die Daten, einfach weil man da gut sehen kann, ja, dass die Erkrankung jetzt mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr ja, in die Öffentlichkeit rückt, ein bisschen bekannter wird und häufiger auch diagnostiziert wird, was ein sehr, sehr schönes Ergebnis ist, aber auch
die Relevanz verdeutlicht, dafür sich um die Behandlung dann auch mal Gedanken zu machen und darum zu kümmern, dass wir da gute Optionen haben. So, genau, jetzt habe ich sehr viel dazu erzählt, wie es gerade aussieht, wie viele betroffen sind und wie die Situation aktuell ist. Ich würde mir jetzt als nächstes gerne mit Ihnen zusammen anschauen, wie es denn den Kindern und Jugendlichen, die betroffen sind, auch tatsächlich geht. Also wie die Depressionen aussehen im Kindes- und Jugendalter. Weil das ist so, dass wir da schon sagen müssen, dass sich das ein bisschen unterscheidet zu jetzt Erwachsenen, die eine Depression haben. Das ist bei Kindern ein bisschen anders. Ich fange mal im Vorschulalter an. Da wird vor allen Dingen berichtet über ja, so Traurigkeit, Agitiertheit, kognitive Verlangsamung, also generell auch Verlangsamung im Verhalten. Aber eben auch, und das finde ich ganz interessant, sehr viel Reizbarkeit und auch sehr viel trotziges und aggressives Verhalten. Das zieht sich dann durch, auch bis ins Schulalter. Auch dort sehen wir Reizbarkeit. Aber im Schulalter ist es dann so, dass die Kinder und Jugendliche dann auch mittlerweile in der Lage sind, oder die Kinder dann in der Lage sind, verbal über Traurigkeit zu berichten, auch schon in Teilen verbal über suizidale Gedanken oder Befürchtungen berichten können. Man sieht auch vermehrt Schulleistungsstörungen oder auch Selbstwertproblematiken, die dann schon auftreten können, aber eben auch Reizbarkeit und oppositionelles Verhalten. Und die Reizbarkeit zieht sich weiter durch. Auch das sehen wir im Jugendalter. Wir sehen Konzentrationsprobleme auch hier und hier auch eher Symptome, die man dann auch von Betroffenen im Erwachsenenalter schon kennt. Also Hoffnungslosigkeit, Schwierigkeiten mit anderen irgendwie in der Peer Group, Rückzug, Einsamkeit oder auch Konflikte. Was ich hier hervorheben möchte, wenn es um die Symptomatik geht, sind eigentlich zwei Punkte. Zum einen, sie unterscheidet sich in den unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Wir müssen sozusagen immer auch prüfen, wie alt, in welchem Entwicklungsalter befinden sich die Kinder und Jugendlichen, mit denen wir Kontakt haben und wie könnte eine Depression in diesem Alter aussehen. Also es ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Und die andere wichtige Sache, die ich hier hervorheben möchte, ist, dass es eine interpersonelle Komponente in der Symptomatik gibt. Also Depressionen bei Kindern und Jugendlichen, die leben in Familien oder in irgendwelchen anderen sozialen Kontexten, die leben nicht alleine und die Depressionen wirken sich auf diese ja, sozialen Kontexte aus. Das heißt, es gibt einen Rückzug, es gibt Konflikte, es gibt ja, oppositionelles Verhalten mit anderen Leuten. Und das ist etwas, was sehr, sehr kennzeichnend ist für Depressionen im Kindes- und Jugendalter. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst eine Studie gelesen, die fand ich ganz interessant. Die haben geschrieben, dass es aus deren Perspektive auch häufig vielleicht daran liegen könnte, dass eben ja der Rückzug aus sozialen Situationen für Jugendliche einfach nicht so leicht ist, weil sie natürlich ja in die Schule gehen müssen und mit anderen irgendwie zusammenleben müssen und nicht einfach sich ja zurückziehen können. Das fand ich eine ganz interessante Perspektive eben auf diese gereizte und konfliktreiche Symptomatik. Genau. Das heißt, zusammenfassend nochmal, wir sehen zum einen, dass je jünger die Kinder sind, so weniger spezifische und typische Merkmale der Depression sehen wir. Wir sehen, dass es anstatt von Traurigkeit auch häufig Reizbarkeit oder Stimmungsschwankungen geben kann. Wir sehen je Zorn, niedrige Frustrationstoleranzen und aufmerksamkeitssuchendes Verhalten der Kinder und auch Irritierbarkeit bei kleinen Auslösern, die dann Eltern oder Bezugspersonen häufig nicht mitbekommen. Und auch eine Veränderung in der Verbalisation von Gefühlen. Also es geht eher darüber, Verhalten, was sich verändert und erst ältere Kinder oder Jugendliche können wirklich auch Gefühle, Gedanken oder Sorgen formulieren oder zeigen dann auch diese ja, ganz klassischen kognitiven Symptome. Das ist das, was wir ja, bei den Betroffenen sehen können. Und womit ich mich jetzt beschäftigen möchte heute, ist vor allen Dingen, wie das Ganze sich entwickelt. Also wo kommen diese Depressionen dann eigentlich her? Warum entstehen die schon bei jüngeren Kindern? Was passiert da eigentlich? Und nicht erschrecken, es geht jetzt, wir bauen jetzt ein Modell zusammen auf, was das ganz gut erklärt aus meiner Perspektive. Also was ganz gut erklärt, warum eigentlich diese Depression in diesem Setting entstehen. Und dieses Modell, das ist von Schleider und Weiß, das ist relativ aktuell, das
beschreibt erstmal unterschiedliche Faktoren. Das sagt, es gibt familiäre Faktoren bei Kindern und Jugendlichen. Das heißt, die haben eine Familie, die Familie hat vielleicht Geschwister, die Familie hat ein bestimmtes Funktionsniveau, die ist stabil. Also da, das wäre sozusagen der Bereich, wo sowas reinfällt, wie Umzüge, wie die Eltern arbeiten vielleicht viel oder arbeiten unregelmäßig oder arbeiten im Schichtdienst oder die Geschwister sind irgendwie ganz viel unterwegs. Das wäre alles etwas, was da rein gehört. Und dann haben die Eltern natürlich auch unabhängig von der Familie individuelle Faktoren. Also die haben vielleicht auch eine eigene Psychopathologie, ein ganz bestimmtes Interaktionsverhalten oder auch so Beziehungsfaktoren. Also zwischen den beiden PartnerInnen besteht ja auch eine Beziehung, die individuell ist. Genau, das ist so der andere Block, auf den es ankommt. Und dann gibt es noch dyadische Faktoren in der Familie. Und jetzt wird das Modell ein bisschen komplizierter. Diese dyadischen Faktoren, das sind die Dinge, die passieren zwischen den Eltern und den Kindern. Also Kinder, die mit Eltern interagieren oder der Erziehungsstil der Eltern, wie gehen die mit Konflikten um oder auch die Interaktion zwischen den Geschwistern, unabhängig von den Eltern. Also alles das, was sozusagen zwischen den Personen passiert, sind sozusagen die dyadischen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und diese ganzen Aspekte, also diese ganzen unterschiedlichen interpersonellen Aspekte, die interagieren natürlich auch miteinander. Also die Familienstabilität wirkt sich natürlich auch auf die Geschwisterinteraktion aus und so weiter. Also das hängt alles miteinander zusammen. Und das hängt eben auch damit zusammen, wie internale Prozesse bei den Kindern und Jugendlichen passieren. Also diese ganzen Erfahrungen, die sie sammeln oder diese ganzen Beziehungserfahrungen und Beziehungssysteme, die sie kennenlernen in diesen interpersonellen Settings, wirken sich eben darauf aus, wie sie mit Problemen umgehen, mit Schwierigkeiten umgehen, wie sie internale Dinge verarbeiten. Und aus diesen internalen Prozessen kann sich dann eben eine internale Symptomatik der Kinder und Jugendlichen entwickeln. Also zum Beispiel eine Angstsymptomatik oder eben auch eine depressive Symptomatik. So, jetzt haben wir das ganze komplizierte Modell aufgebaut. Was ich wichtig finde, hier auch noch einmal zu erwähnen, ist, dass sich die Symptomatik der Kinder und Jugendlichen natürlich auch dann auf diese ganzen Faktoren wieder zurück auswirkt. Also wenn das Kind dann eine depressive Symptomatik entwickelt hat, wirkt sich das natürlich auch auf die Depression aus, auf die Interaktion mit den Eltern aus oder auf die Interaktion mit den Geschwistern. Das heißt, es ist nicht so, dass dieses Modell einen einseitigen Prozess beschreibt, sondern tatsächlich am Ende einen wechselseitigen Prozess zwischen den Kindern und den Eltern. Das bedeutet, wir gehen ja mittlerweile eigentlich davon aus, dass Depressionen immer in interpersonellen Systemen entstehen und nie unabhängig von der Familie. Und ich habe nochmal so ein paar Hauptergebnisse auch zusammengefasst, die das vielleicht nochmal so ein bisschen verdeutlichen können. Was wir sehen können, ist, dass wenn es dysfunktionale Eltern-Kind Konflikte gibt. Also zum Beispiel, das können ganz einfache Konflikte sein, wie zum Beispiel, die streiten sich häufig oder die Hausaufgaben sind einfach schwierig, aber auch hingehen bis zu Kindesmisshandlung. Das sind erstens keine seltenen Phänomene, also dass es sozusagen dysfunktionales Verhalten zwischen Eltern und Kindern gibt, ist jetzt nichts, was selten passiert. Und die sind auch relativ relevant. Jetzt gerade, glaube ich, hat die Corona-Pandemie hat das auch sehr gut gezeigt. Das heißt, es gibt einfach viel Streit in den Familien. Es gibt ein erhöhtes Risiko für Kindesmisshandlung. Das heißt, das ist sozusagen die Grundlage, auf der wir nachdenken darüber, wie es dann den Kindern auch gehen könnte. Und wir sehen, dass eben eine geringe Beziehungsqualität und dysfunktionales Interaktionsverhalten, also wenn eben diese ganzen Faktoren, die ich in dem Modell eben beschrieben habe, wenn die nicht funktional ablaufen, sondern wenn die schwierig ablaufen und wenn die Probleme bereiten, dann sehen wir auch in Studien einen ganz deutlichen Zusammenhang mit internalisierenden Störungen, sowohl bei Eltern als auch bei Kindern. Also hier sehen wir auch wieder diese Wechselseitigkeit. Es ist nicht so, dass sich die Eltern einfach nur auf die Kinder auswirken und die Kinder dann am Ende eine Depression haben, sondern wir sehen, dass diese Interaktionsmechanismen für beide Seiten eigentlich schwierig sind und nicht gut funktionieren und auch bei den Eltern dann zu internalisierenden Symptomen führen kann. Das ist so der erste wichtige Punkt. Und
Der zweite wichtige Punkt, und das ist das, was uns dann auch eigentlich zur Therapie schon direkt bringt, ist, dass die Veränderungen im Interaktionsverhalten, also wenn wir dann diese dysfunktionalen Interaktionsmechanismen haben und die internale Symptomatik der Kinder vielleicht auch, wenn sich da dann etwas verändert, also wenn sozusagen die Eltern ihr Interaktionsverhalten verändern oder die Kinder ihr Interaktionsverhalten verändern, dann sehen wir auch eine Veränderung in der depressiven Symptomatik. Das heißt, das ist auch ein Prozess, der sich verändern kann. Das heißt, wir können an jedem Punkt diese ganzen Prozesse auch wieder verändern und damit eben auch eine Symptomatik verändern. Und das finde ich ein ganz gutes Bild, weil ich finde, das macht mich immer sehr optimistisch, wenn ich so auf Therapien gucke von Depressionen im Kindes- und Jugendalter, weil es da eben gute Möglichkeiten gibt, auch diese Prozesse irgendwie wieder anzustoßen und in den Familien etwas anders zu machen. Genau. So, das also jetzt erstmal als kurzer Input zu, wie sehen Depressionen eigentlich aus, wie entstehen die in den Familien und was heißt es eigentlich für uns und für die Therapie? Das heißt für uns und die Therapie eigentlich, dass wir, wenn wir in den Familien arbeiten und wenn wir in der Interaktion mit den Eltern arbeiten, eine ganz gute Option haben, da auch tatsächlich was anders zu machen und was zu erreichen. Ich habe jetzt noch eine kurze Übersicht mitgebracht dazu, wie wirksam dann eigentlich die aktuelle Psychotherapie für Depression ist. Da muss man sagen, leider zurzeit, wenn man auf die Studienlage guckt, nicht so wirksam. Also wir sehen, dass die Psychotherapie für Kinder und Jugendliche mit depressiven Erkrankungen eher geringe und heterogene Effektstärken zeigt. Das heißt, sie ist eher nicht so wirksam und wir wissen auch nicht so richtig, warum die Therapien, die dann wirken, auch wirken. Das können wir einfach gerade noch nicht so sagen. Dies ist auch deutlich niedriger im Kindes- und Jugendalter als für Erwachsene. Also es ist deutlich, deutlich geringere Wirksamkeit, wenn man sich jetzt die Therapien anguckt. Hier noch einmal ein Bild auch dazu. Das ist zum einen, also das bezieht sich jetzt auf die geringen Effektstärken. Ich weiß nicht, ob man meine Maus sehen kann. Man sieht hier sozusagen, das ist der Anteil der Depression und man sieht hier andere Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter und diese beiden Striche sind sozusagen, wie wirksam normalerweise Therapie ist im Kindes- und Jugendalter und wir sehen, dass die Depressionstherapie hier weit abgeschlagen unter diesen Linien sich aufhält. Also es ist wirklich noch sehr viel Bedarf, da was zu verändern. Hier ist eine Übersicht, das sind sozusagen Therapien im Erwachsenenalter in der Wirksamkeit und hier Kinder und Jugendliche. Das heißt, auch hier sieht man deutlichen Optimierungsbedarf und deutlichen Verbesserungsbedarf. Und hier, und das finde ich auch eine ganz interessante Studie, die ist von 2019, die hat gezeigt, dass die Effektstärken, also die Wirksamkeit von Therapie in den letzten Jahren bei Kindern und Jugendlichen, die Depressionen haben, eher gesunken ist im Vergleich zu den Vorjahresstudien. Wobei man da jetzt auch sagen muss, die AutorInnen dieser Studie beziehen das auf gar keinen Fall auf die tatsächliche Wirksamkeit der Therapie, sondern die sagen eher, es gab halt früher, also 1990, gab es einfach noch nicht so viele qualitativ gute Studien und die Studien werden jetzt erst besser in der Qualität und deswegen sinkt wahrscheinlich die Effektivität und es ist wahrscheinlich eher so, dass das hier die tatsächliche Wirksamkeit der Therapie ist und das hier eher daran liegt, dass die Studienqualität zu der Zeit einfach noch nicht so gut war, wie sie jetzt ist oder die Settings noch andere waren. Also das vielleicht so ein bisschen als Einordnung. Es ist aktuell wahrscheinlich nicht davon auszugehen, dass es tatsächlich weniger wird, aber es zeigt einfach trotzdem, wie gravierend die Probleme sind, die es da gibt und wie viel Bedarf es gibt, da was zu verändern. So, genau, und das war auch der Ansatzpunkt für unsere Studie, die wir dann konzeptualisiert haben, also für unsere CBS at Young Age Studie. Wir wollten mit dieser Studie gerne die Psychotherapie für Kinder und Jugendliche mit Depressionen verbessern und das eben mit Fokus auf interpersonelle Beziehungen, das heißt eine alterssensible Anpassung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene umsetzen. Das Ganze basiert auf CBES. Das ist ein Therapieprogramm für erwachsene Personen, die chronische oder persistierende Depressionen haben. Es ist so ein integrativer und schulübergreifender Behandlungsansatz, der sich also ganz vielen unterschiedlichen Techniken und Aspekten aus unterschiedlichen Therapieschulen bedient. Wie das genau funktioniert und was da der Hintergrund ist, das würde ich jetzt
einmal kurz erklären. Ziel aber von unserem Projekt war einfach, Sievers dann für Kinder und Jugendliche anzupassen. Also nicht nur im Erwachsenenalter zu nutzen, sondern eben auch schon früher anzusetzen und eben auch jüngere Kinder zu behandeln. So, genau, was Sievers sagt, ist, es gibt einen Patienten, also einen Betroffenen von der depressiven Erkrankung und die Umwelt. Und es ist so, dass die Betroffenen meistens früher schwierige beziehungsweise auch vielleicht traumatische Beziehungserfahrungen gemacht haben. Das heißt, das ist das, was Sie auch in dem Modell gerade gesehen haben. Wir gehen davon aus, dass diese Beziehungserfahrungen grundlegend sind für die Entwicklung von der depressiven Erkrankung, weil nämlich dann der Rückzug oder das aggressive Verhalten zunächst auch eine adaptive Reaktion ist auf schwierige Beziehungserfahrungen, die dann aber im Verlauf chronifiziert. Also die Kinder und Jugendlichen lernen nicht, sich in anderen sozialen Situationen anders zu verhalten, sondern verhalten sich immer gleich in jeder sozialen Situation, was dann für noch mehr schwierige soziale Situationen sorgt. Und dann am Ende dafür sorgt, dass sie eigentlich gar nicht mehr so richtig gut mit anderen Leuten in Kontakt kommen können. Das heißt, die sind so ein bisschen abgetrennt von ihrer Umwelt und können nicht mehr so richtig mit ihrer Umwelt in Kontakt kommen, weil sie eben diese depressive Symptomatik haben, die ihnen da im Weg steht. Und das ist dann sozusagen die sogenannte interpersonelle Mauer, also diese Mauer, die Sie jetzt auch sehen können zwischen dem Patienten und der Umwelt, die versucht, auf ihn einzuwirken und er versucht, eine Rückmeldung zu geben. Aber es geht eben nicht zueinander, weil eben diese Mauer dazwischen ist, die sich zusammensetzt aus den ganzen Beziehungserfahrungen, die gemacht wurden. Und Sievers setzt jetzt ziemlich genau an diesen Prozessen an. Was wir sehen ist, dass, also oder was wir machen, ist, dass wir zum einen die vergangenen Beziehungserfahrungen aufarbeiten durch unterschiedliche Prozesse und zum anderen die aktuelle Interaktions- und Beziehungssituation mit den Kindern und Jugendlichen und den Eltern vor allen Dingen auch in Sievers at Young Age besprechen. Das bedeutet, wir konzentrieren uns sowohl auf das, was früher war, wie ist das Ganze entstanden, wie ist eigentlich diese Mauer gebaut worden und wir gucken aber auch, was können wir denn jetzt tun, um die Mauer wieder abzubauen und zu verändern. Das ist das, was in der Therapie dann passiert. Mit den unterschiedlichen Techniken, die habe ich hier schon mal alle aufgeschrieben, kommen wir aber auch noch zu. So, genau. Also, zusammenfassend vielleicht nochmal die Grundlagen. Es ist so, dass wir davon ausgehen, dass es für die Patientinnen mit Depressionen schwierig ist, aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen neutral und offen in soziale Situationen zu gehen. Also die sind häufig eher dann so, dass sie misstrauisch sind und abwartend sind und sich nicht offen und zugewandt in eine soziale Interaktionssituation begeben. Und Sievers eben genau an diesen Punkten ansetzt. Also zum einen daran ansetzt, was ist denn passiert? Warum ist es denn so, dass die Depression da ist und dass diese interpersonelle Mauer sich entwickelt hat? Also welche Denkschemata, welche Prägung, welche Beziehungserfahrungen sind da passiert? Und dann eben aber auch daran ansetzt, was können wir denn jetzt tun? Also wie können wir denn jetzt sozusagen interpersonell oder verhaltenstherapeutisch auch die Situation verändern, die gerade vorliegt? Und das macht Sievers eben durch eine positive Beziehungserfahrung, die in der Therapie geschaffen werden soll und auch eine dauerhafte Veränderung in den Familien bezogen auf den Umgang mit den interpersonellen Schwierigkeiten. Also, ich habe hier nochmal eine Folie eingefügt, die diese interpersonelle Mauersituation mal genauer beschreibt, einfach weil das als Konzept so wichtig ist, um zu verstehen, wie die Therapie funktioniert. Die Mauer beschreibt die Schwierigkeiten von PatientInnen mit ihrer Umwelt in Kontakt zu treten, weil eben die bisherigen Erfahrungen dafür gesorgt haben, dass das nicht mehr funktioniert, dass sie das nicht mehr können. Und der Teufelskreis, der dann passiert, der passiert auf beiden Seiten dieser Mauer. Das heißt, sowohl der Patient, die Patientin denkt, egal was ich tue, es ändert doch nichts. Alles, was ich mache, geht gegen diese Mauer und ich bekomme nur negative Rückmeldungen und ich kann nichts mehr so richtig tun, um das zu verändern, egal wie ich mich verhalte. Das heißt, ich kann mich ja auch immer gleich verhalten, das ist ja nicht so wichtig. Und auch sozusagen die andere Seite der Mauer, also die Umwelt, die Familie vielleicht, denkt sich, naja, egal was wir machen, wir kriegen ja eh nur wir stoßen immer wieder gegen diese Mauer und wir kriegen eh nur negatives Verhalten zurück. Das heißt, wir können uns auch eigentlich nicht anders verhalten. Das heißt, es geht eigentlich auf beiden Seiten, gibt es keine alternativen Reaktionen mehr und beide Seiten verhalten sich interpersonell sehr, sehr starr und stoßen da gegeneinander. Und
was dann passiert, das kann man sich, finde ich, sehr, sehr gut vorstellen, ist natürlich, dass wenn ein Kind hinter einer interpersonellen Mauer ist, dann ja, zieht es sich zurück, isoliert sich, ist vielleicht auch wachsam und guckt, was passiert, wie kann ich aufpassen, hat dadurch natürlich erhöhten Stress, oppositionelles Verhalten und erhält natürlich auch regelmäßig negative Reaktionen von anderen Personen. Also wenn man immer sich versteckt, dann gehen Leute irgendwann auch nicht mehr so offen auf einen zu. Die Folgen für Bezugspersonen sind auch ja, sehr eindrücklich ganz häufig. Die haben auch natürlich erhöhten Stress, haben weniger Interaktion mit ihren Kindern, weniger positive Aktivitäten, haben das häufig das Gefühl, sie müssen jetzt streng sein und durchgreifen und sich durchsetzen. Das heißt, viele Konsequenzen, viele harte Konsequenzen und bekommen natürlich auch nicht mehr so gut mit, was für Bedürfnisse ihre Kinder eigentlich haben und vernachlässigen diese deswegen dann auch. Das heißt, es kommt natürlich im Verlauf auch immer weiter zu schwierigen Beziehungserfahrungen. Und was dann in den Familien passiert, ist insgesamt ganz eindeutig weniger Kommunikation, weniger Aktivitäten, viel Streit über Kleinigkeiten und ja, viel weniger Verlässlichkeit oder Rückzug. Das ist das, was dann insgesamt passiert. So, und jetzt würde ich ganz kurz einmal zeigen, was so das Therapieprogramm beinhaltet alles, würde dann aber hauptsächlich eigentlich darauf eingehen, was wir dann in der Therapie tatsächlich machen. Das heißt, über die nächsten Folien gehen wir so ein bisschen durch, dass man es einmal gesehen hat. Es geht aber mir hauptsächlich darum zu zeigen, was dann in der Therapie auch passiert. Also das ist das, was wir alles machen. Wichtig ist vielleicht, warum das sieht es so aus in so unterschiedlichen Boxen. Es liegt daran, dass das modularisiert ist. Das bedeutet, die TherapeutInnen können je nach individueller Situation, weil es sind natürlich einfach im therapeutischen Prozess dann sehr viele ja, Leute beteiligt, können sie sich raussuchen, was mache ich, an welchem Zeitpunkt, wie passt das am besten zu den Familien, einfach damit die Therapie für die Familien individuell gut passt und dass da keine Schwierigkeiten gibt. Wir haben einmal alle, also bestimmte Teile, die sozusagen individuell mit den PatientInnen passieren, also wo die Eltern nicht dabei sind. Dann haben wir die Teile, die eben auch mit den Eltern passieren können, also wo sozusagen die Familien dann zusammen sind. Und genau, das ist einmal der Fokus auf die Kinder und Jugendlichen. Das ist dann der Fokus auf die Familien. Hier sind die richtigen Folien. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum es nicht bunt geworden ist. Also vielleicht noch einmal zurück. Wir haben hier einmal das, was individuell mit den Kindern passiert, dann einmal das, was mit den Familien passiert und dann haben wir noch so Aspekte in der Therapie, die mit ja, optional unterschiedlichen Personen integriert werden können. Genau. Und das, was ich jetzt heute hier zeigen möchte, ist einmal das Situationsanalysenmodul und das Kiesler-Kreis-Familientraining. Das heißt, ein Bestandteil, der individuell mit den Patientinnen passiert und ein Bestandteil, der mit der ganzen Familie passiert. Und einsteigen würde ich aber gerne mit der interpersonellen Mauer. Ich gehe vielleicht noch mal kurz zurück. Man kann sehen, die interpersonelle Mauer, das ist das, was wir ganz am Anfang machen in der Psychoedukation. Das heißt, da geht es darum, wie entsteht eigentlich die Erkrankung. Und ich habe hier mal eine, keine Sorge, ich habe vorher gefragt, ich habe eine interpersonelle Mauer von einer Patientin mitgebracht, die mit mir zusammen ja, aufgeschrieben hat, was eigentlich bei ihr dafür gesorgt hat, dass sie eine Mauer aufgebaut hat. Und das kann man so ein bisschen sehen. Das sind zum einen so bestimmte Situationen, die da passiert sind, zum anderen aber auch Personen, die da passiert sind. Und das hat sie dann so ein bisschen, haben wir dann zusammen gesammelt. Was wir in der Therapie viel machen, ist, dass wir eigentlich mit jedem Patienten, mit jeder Patientin die Mauer zusammen aufbauen, manchmal auf so einem Arbeitsblatt. Manchmal bauen wir auch tatsächlich die Mauer mit irgendwelchen Bausteinen oder sowas. Wichtig ist für uns, dass die Beziehung in der Familie tatsächlich sichtbar werden, sowohl für die Kinder als auch für die Eltern. Natürlich zeigen wir jetzt nicht die Mauer der Kinder unbedingt den Eltern, aber wir bauen vielleicht auch eine Mauer mit den Eltern auf und versuchen zu gucken, okay, was ist denn auf deren Seite passiert und was gibt es da denn für Situationen, die man sich anschauen müsste. Das ist einfach wichtig, damit einfach alle verstehen, warum sind wir eigentlich jetzt hier an diesem Punkt, an dem wir sind und wie können wir jetzt weitermachen. Genau, das ist meistens so der Startpunkt und dann geht es weiter mit dem Kiesler-Kreis-Familientraining. Das Kiesler-Kreis-Familientraining dient dazu,
ja, die Familien, die ja so starr aufeinandertreffen, versuchen so ein bisschen variabler und flexibler miteinander werden zu lassen. Das bedeutet, was wir hier haben, sind so unterschiedliche Interaktionspositionen, die man haben kann in also in der Interaktion miteinander. Und worum es dann geht, ist, dass die ja, Eltern und die Kinder erstmal verstehen, wo bin ich eigentlich viel? Also auf welcher Rolle, in welcher Rolle oder in welcher Position auf dem Kießlerkreis halte ich mich oft auf? Und was man da gut machen kann, ist, dass man dann mit Beispielen arbeitet. Also wir haben hier meistens, also ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Was wir machen, ist, dass wir dann mit den Kindern sagen, okay, wen kennst du denn, wer eigentlich immer unfreundlich ist? Dann suchen wir dafür ein Beispiel. Und dann fragen wir, ne, was ist denn, wer ist denn sanft oder eher stark in der Interaktion? Das heißt, wir versuchen mit den Kindern zu erarbeiten, wo bist du eigentlich viel auf dem Kießlerkreis? Wo sind deine Eltern viel? Wir fragen auch immer die Eltern, wo sie sich viel aufhalten. Und dann versuchen wir herauszufinden, wo man denn vielleicht gerne wäre auch. Also wo man denn sich vielleicht auch gerne aufhalten würde, wenn man könnte. Und was vielleicht manchmal sinnvoll ist und was auch nicht sinnvoll ist. Es kann ja manchmal sinnvoll sein, sich sehr stark zu verhalten in der Interaktion. Also so wie ich jetzt gerade, ich rede, Sie hören mir alle zu. Wenn jetzt alle sich stark verhalten wollen würden, wäre es jetzt schwierig. Das heißt, es ist wichtig, dass sozusagen, wenn eine Person sich stark verhält, alle anderen sich eher sanft verhalten. Aber es ist eben auch wichtig, dass man weiß, in welcher Situation sollte ich mich stark verhalten und in welcher vielleicht eher nicht. Und das ist genau das, was wir mit den Familien üben. In welcher Situation muss ich mich wie verhalten und was bedeutet das für die anderen Personen, die mit mir in der Situation sind? Hier noch einmal zusammengefasst. Also wir versuchen insgesamt die Kommunikation zu verbessern und auch ja, Verhaltens- und Gesprächsalternativen bereitzustellen für schwierige Situationen. Also wie kann ich mich in diesen Streitsituationen, die dann passieren, anders verhalten? Und vor allen Dingen auch, was ist mein eigener Anteil? Was kann ich bei mir verändern, damit andere Leute sich auch verändern? Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, okay, Mama schreit immer rum, Papa schreit immer rum, wir müssen das jetzt irgendwie verändern, sondern es geht darum, rauszufinden, wie kann jede Person in der Familie ihr eigenes Verhalten irgendwie anschauen. Genau, wir machen viele Rollenspiele. Es gibt auch die Möglichkeit, das habe ich ja einmal mitgebracht, das einmal sich so ein bisschen ja, bildlich anzugucken, wie die unterschiedlichen Leute sich zueinander verhalten. Das hängt immer sehr davon ab, wie die Familien so ja, das möchten und das wollen und da mitmachen. Genau, und wir haben auch so Karten zum Beispiel vorbereitet, die man dann anwenden kann in der Therapie. Das sind alles Sachen, die wir dann machen. Und was wir auch immer machen, ist, dass wir mit den Familien einen individuellen Kießlerkreis erarbeiten. Also wie sieht denn ihr Kießlerkreis aus? Wen können Sie sich denn vorstellen? Das heißt, wir versuchen eigentlich immer Beispiele zu finden für die einzelnen Positionen auf dem Kießlerkreis. Ich habe jetzt hier mal welche mitgebracht. Hier gibt es einen Harry Potter-Kreis. Das heißt, da wurde für jede Position eine Harry Potter-Figur gefunden, wo man dann sagen kann, wie variabel, also ne, wie möchte man denn sein und in welcher Situation ist es vielleicht sinnvoll, sich so zu verhalten, wie jemand hier. Das ist jetzt ein Beispiel, ist auch ein aktuelles Beispiel, was ich auch schön finde. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Es ist von einem Therapeuten aus der Studie gewesen. Ich glaube, es ist Star Wars, der das mit einem Patienten oder einer Patientin gemacht hat. Das finde ich auch sehr schön. Das heißt, da versuchen wir immer relativ individuell einfach das zu gestalten, damit auch wirklich die Kinder was mit diesem Konzept anfangen können, weil das ist natürlich auch schon relativ komplex, wenn man ein bisschen jünger ist. Genau, das heißt, das ist das, was eigentlich mit der Familie viel passiert. Und jetzt würde ich noch kurz erzählen, was wir dann machen individuell mit den Kindern. Da machen wir Situationsanalysen. Situationsanalysen heißt eigentlich nicht viel mehr als, ja, was kann ich machen, wenn eine Situation für mich schwierig ist? Wie kann ich die in der Zukunft verändern? Das machen wir auch mit älteren Kindern und Jugendlichen und auch mit Jüngeren. Und für die Jüngeren, das habe ich einmal mitgebracht, was wir da machen. Das ist das sogenannte Ampelschema. Das heißt, wir haben drei Phasen. Wir haben erstmal Stopp. Was ist eigentlich passiert? Das ist die rote Phase, also innehalten in der Situation. Was ist passiert? Was ist eigentlich das Problem? Dann gelb, das Gefühl. Wir warten kurz ab, hören in uns rein. Wie fühlen wir uns? Was habe ich eigentlich gespürt? Was möchte ich eigentlich? Und das ist dann die dritte Phase, also grün. Jetzt geht es weiter. Was ist eigentlich mein Wunsch für diese Situation und was möchte ich eigentlich verändern? Und da kann man auch sehen, das sind schon wieder
zwei wichtige Punkte, die die Therapie auch kennzeichnen. Es geht nicht darum, wie kann ich die Situation, also was soll sich in der Situation ändern, sondern es geht darum, wie kann ich mich in der Situation anders verhalten, wie kann ich etwas für mich verändern. Das bedeutet, die Kinder sollen sich nicht hinter ihre Mauer setzen und darauf warten, dass alle anderen rübergeklettert kommen, sondern sollen selber versuchen, okay, ich kann mich anders verhalten, ich kann Steine aus der Mauer rausräumen, um dann vielleicht Situationen auch für mich anders zu gestalten. Genau, das heißt, dieses Ampelschema gehen wir dann mit den Kindern regelmäßig durch, auch versuchen das so mit denen zu erarbeiten, dass sie das alleine in schwierigen Situationen für sich selber anwenden können. Das heißt, sie sagen, stopp, was passiert eigentlich gerade hier in der Situation? Möchte ich, dass das so läuft? Möchte ich, dass das so passiert? Moment mal, was möchte ich eigentlich? Wie geht es mir gerade? Wie fühle ich mich? Kann ich das vielleicht auch jetzt laut kommunizieren mit meinen Eltern oder meinen Geschwistern? Kann ich das gerade kurz sagen? Irgendwie zum Beispiel, ich bin irgendwie wütend oder ich bin überfordert oder ich habe Angst. Und dann geht es weiter. Was möchte ich, was soll anders sein? Und dann üben wir mit den Kindern klar in Ich setzen, auch diese Wünsche zu kommunizieren, um eben eigene Bedürfnisse deutlich machen zu können in schwierigen Situationen in der Familie. Das ist das, was sozusagen in der Therapie passiert und was wir versuchen umzusetzen. Genau. Das Ganze untersuchen wir gerade in einer Studie und jetzt mache ich ein bisschen Werbung für die Studie. Genau, wir haben da so ein Konzept uns erarbeitet, was jetzt in so einem naturalistischen Setting in der Ambulanz in Marburg im KJPAM umgesetzt wird. Das bedeutet, Kinder und Jugendliche, die sich dort vorstellen, die Lust haben, an der Therapie teilzunehmen mit ihren Familien, die auch von Depressionen betroffen sind, die schließen wir dort ein. Das Ganze ist registriert und wir haben auch eine Kontrollgruppe, das heißt Kinder, die aktuell die normale, in Anführungsstrichen, also die Therapie nach Leitlinien bekommen, wo wir schauen, okay, wie unterscheiden sich denn dann vielleicht die Ergebnisse in den beiden Therapiegruppen. Und wir sind jetzt schon seit, seit Ende 2020 dabei und sind jetzt kurz davor, die Studie abzuschließen. Wir haben mittlerweile, wir planen jetzt, das Behandlungsprogramm auch zu veröffentlichen. Im April ist es soweit, wir sind da jetzt in der finalen Phase. Und bisher sehen wir tatsächlich bei den Familien, die teilnehmen, ein sehr großes Interesse. Das ist wirklich sehr schön. Die StudientherapeutInnen, ich komme auch gerade vor diesem Vortrag, war ich auch in der Studiensupervision noch und habe mit denen gesprochen, was die gerade so machen. Also die haben auch immer großen Spaß dabei und können das sehr gut anwenden. Und der Plan ist natürlich jetzt auf den Ergebnissen von dieser Studie, das ganze Konzept weiter zu evaluieren und weiter zu untersuchen, um dann eben langfristig eine Veränderung erreichen zu können für diese spezielle PatientInnengruppe. Genau, ich habe auch noch mal kurz mitgebracht, wie der Ablauf der Studie ist, einfach so für so einen kleinen Einblick. Es geht los mit so Einführungsterminen, wo wir dann alle aufklären und versuchen zu schauen, ist die Studie vielleicht das Richtige. Dann geht es weiter in der KJPAM-Ambulanz. Das heißt, es findet dann einfach eine normale Psychotherapie statt, die wird mit den Krankenkassen abgerechnet, die von PsychotherapeutInnen in Ausbildung umgesetzt wird, die aber eine spezifische CBS at Young Age Schulung bekommen haben und auch unter regelmäßiger Fallsupervision stehen. Das ist dann das, was hauptsächlich stattfindet. Und was dann passiert, ist eben, dass wir während der Therapie auch eine relativ engmaschige Therapiebegleitung machen. Das heißt, immer schauen, wie läuft die Therapie gerade? Brauchen die Familien irgendwas? Müssen wir irgendwas verändern? Einfach weil das Konzept so flexibel ist und so anpassbar ist, können wir das ja im Prozess auch immer machen. Nach dem Abschluss der Therapie findet dann erneut eine Untersuchung statt. Das heißt, diese hellblauen Felder oder diese eingerahmten Felder, das sind immer sozusagen so, wo wir uns angucken, wie ist denn die Symptomatik, wie geht es denn allen gerade? Und was man hier gut sehen kann, ist, wir haben eine relativ langfristige Begleitung der Familien. Also bis 6 Monate nach Therapieende finden immer noch regelmäßig Untersuchungen statt, einfach um zu schauen, wie geht es denen? Hat es hier nachhaltig gewirkt? Brauchen die vielleicht noch eine Booster-Sitzung oder irgendwas in der Art? Also müssen wir vielleicht nochmal anfangen. Genau, wer kann teilnehmen an der Studie? Also
eigentlich alle Kinder und Jugendliche, die bei uns in der Diagnostik sind und eine Depression diagnostiziert bekommen haben, können mitmachen. Die ganze Therapie oder die Materialien sind alle auf Deutsch, deswegen wäre das wichtig. Wir ja, integrieren alle Kinder zwischen 10 und 21 Jahren und wir brauchen natürlich Bezugspersonen, die teilnehmen, mindestens eine. Und es sollten auch regelmäßig Termine stattfinden, einfach damit die ja, Therapie möglich ist und das so stattfinden kann. Genau, wichtig ist natürlich, dass keine weitere Behandlung stattfindet oder ja, dass die Ausprägung der Symptome nicht so stark ist, dass irgendwas anderes eher indiziert ist. Das heißt, das prüfen wir auch immer. Genau, aber ansonsten lassen wir uns nicht von Vorbehandlungen aufhalten oder auch anderen psychischen Erkrankungen, solange die Depression eben im Vordergrund steht und auch behandelt werden sollte. Auch das klären wir immer ab. Okay, und damit bin ich schon am Ende angekommen. Wenn Interesse besteht, Kontaktaufnahme mit der Kinder- und Jugendlichenambulanz Marburg suchen. Genau, dort geht es dann los. Bei weiteren Fragen bin ich ja auch gleich noch da oder habe auch eine E-Mail-Adresse, unter der ich gut erreichbar bin. Und ich bedanke mich immer ja, bei dem mittlerweile gewachsenen Studienteam in Bochum und Landau und Marburg und auch Greifswald und jetzt auch in Berlin. Das heißt, wir sind sehr multizentrisch unterwegs und freue mich auf die Studienergebnisse, die ich dann hoffentlich auch bald vorstellen kann.